Hallo und willkommen bei einem weiteren Video aus Reaper of Souls, und zwar zeigen wir euch jetzt in diesem Kreuzritter-Guide eine mögliche Skillung. Und zwar nutzen wir als Main-Attacke direkt mal Justice, das ist der Hammer mit der Rune, dass er sich bei den Treffern eine Chance hat zu splitten und dadurch mehrere Gegner zu treffen. Als zweites haben wir natürlich das Mount, das würden wir euch sehr empfehlen, da ihr damit CC, Moonzeit und aus gefährlichen Situationen einfach rausreiten könnt. Dann natürlich ein Siegel, um sein Damage zu erhöhen. Das ist ein passives Siegel, also auch eure Gruppe bekommt mehr Schaden. Aber wenn es aktiviert, bekommt ihr primär mehr Schaden. Dann den Hammer mit der Rune Lamentless. Das heißt, also man kann ihn immer wieder spannen, und wenn er hittet, hat er eine Chance, einen neuen Hammer zu spawnen. Das ist wirklich eine der Main-Attacken. Das werdet ihr dann auch später gleich sehen, wenn wir damit kämpfen. Dann nutzen wir Vakuum, das jetzt alle Gegner zu euch zieht, und Bombardement, da es die Bombardement-Skillung ist am Anfang, solltet ihr das verwenden, da euer Gear noch nicht so top ist, braucht ihr irgendeinen Spell, der sehr, sehr viel Damage macht, um einfach die Gegner zu töten, die sehr, sehr viel HP haben. Also der Grundgedanke der Skillung ist, mit den Hammern, mit den Hammerspawn töten wir alle kleinen Mobs, und mit Bombardement und der Rune natürlich den Lord Command, das ist ganz, ganz wichtig, weil somit geht der Cooldown von 60 Sekunden auf 40 Sekunden herunter von dem Bombardement, und dadurch ist es ganz wichtig, die unbedingt reinzunehmen, die Glyphe. Dann natürlich die Glyphe Heavy Strain, dass ihr eine Zweihandwaffe tragen könnt und ein Shield, und dann alles, was irgendwie den Holy Damage erhöht oder beziehungsweise den Hammer Damage. Jetzt ist noch ganz eine ganz, ganz wichtige Anmerkung, und zwar mit Reaper of Souls ändert sich das Diablo-Spiel dahin, dass ihr immer eure Skillung an das Gear anpasst, das ihr bekommt. Also das Gear hat jetzt als Secondary Stat oder halt als primärer Stat diverse Eigenschaften, unter anderem, dass der Bombardement Damage erhöht ist, dass Holy Damage erhöht ist oder dass wirklich von bestimmten Attacken der Damage erhöht ist. Somit solltet ihr immer darauf achten, mehr Gear in der Tasche zu halten, also legt es einfach auf die Bank, um dort sich das Ganze in Ruhe anzusehen. Und wenn ihr dann 2, 3 neue Items bekommt, dann solltet ihr auch die jeweiligen Skillungen und so weiter umlegen. Aber dafür drückt einfach auf den Link. Wir diskutieren das Ganze im Forum und haben eine schöne Aufschlüsselung, ab wann es sich auszahlt, wirklich das Talent umzulegen und wie viele Items ihr dafür mindestens braucht. Okay, jetzt sehen wir das Ganze mal in Action. Zwar spielen wir jetzt wieder ein bisschen schneller ab, da die Mobdichte mit Reaper of Souls sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es ist nicht mehr so wie im normalen Diablo 3, dass ihr einfach okay in einen Spawnpunkt betretet und dort sind sehr, sehr viele Mobs, sondern die sind jetzt der ganze mit ein bisschen verteilt. Wir spielen hier einen Bounty Hunt. Wenn ich genau weiß, was das ist, im Link wird das Ganze mal erklärt. Und wie ihr sehen könnt, wenn wir weitere Strecken überwinden müssen, dann mauten wir einfach, oder wenn wir in den Elite-Back geraten, dass irgendein CC-Effekt hat, dann mountet man einfach. Jetzt ist es ganz wichtig, ihr müsst eine Kombination zwischen den Hammerwurf, also Justice, aber Main-Attacke, was Wars generiert, und natürlich den Hammer spawnen lassen. Also da müsst ihr dann schauen, ihr solltet das, wir haben es auf 2 gelegt, da ihr das wirklich passern müsst wie ein Wahnsinniger. Und die Hammer immer um euch kreisen und das dann sehr, 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 sehr viel Damage macht. Bei dem Meteor selbst, also bei dem Bombardement, empfehlen wir euch zuerst das Vakuum zu benutzen, damit die Gegner immer zentral auf einen Punkt fokussiert werden, bevor dann der Meteor einschlägt, und der macht wirklich so 20, 30 Millionen Schaden. Das Ganze skaliert natürlich immer sehr, sehr stark mit euren aktuellen Gear. Aber es ist eine ganz, ganz gute Skillung. Also für alle kleinen Trash-Mobs oder so, das reicht. Die werden einfach von den herumfliegenden Hämmern getötet. Dann mit dem Justice, mit der Main-Attacke, könnt ihr Wars wieder aufbauen. Und für größere Elite-Packs oder auch wenn mehrere Mobs wirklich auf einer Position sein, dann nutzt ihr einfach den das Bombardement zum Einschlag, damit das Ganze sehr, sehr viel Damage macht und euch die Mobs praktisch entledigt. Im Großen und Ganzen, so als Feedback nach 20, 30 Stunden Play, nachdem ihr den Crusader mal hochgespielt habt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, diese Klasse hochzuspielen, da es mit ihren neuen Talenten eben wie das Mount und so weiter CC-immun ist und eine sehr, sehr gute Farmklasse ist, vor allem für den End-Content, wo er dann eben die Bounty-Hunts macht und auch in einem höheren Schwierigkeitsgrad, da er mit Shield und der Stärke sowieso eine sehr, sehr hohe Toughness hat. Das ist jetzt auch ganz für den späteren Schwierigkeitsgrad ganz, ganz wichtig, eine Klasse zu spielen, die nicht einfach umfällt,
wenn die Gegner etwas länger stehen oder wenn die Gegner natürlich sehr, sehr viel Damage machen. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, jetzt mal zum Crusader prinzipiell, dann stellt diese einfach in den Kommentaren, wir werden sie so schnell wie möglich beantworten. Erinnert euch, das Ganze ist noch in der Beta, es können noch einige Talente geändert werden oder verstärkt oder abgeschwächt werden. Aber das erfahrt ihr immer in dem aktuellen Link unten, wo wir eben über den Crusader diskutieren. Vielen Dank, sollte euch das Video gefallen haben, so abonniert unseren Channel. Wir werden noch einige weitere Builds von anderen Klassen online stellen.